Einer Schießerei an der YouTube-Zentrale in der kalifornischen Stadt San Bruno sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Die Personen würden nun im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei mit. Eine verletzte Person befindet sich Medizinern zufolge in einem kritischen Zustand. Der Polizeichef San Brunos, Ed Barberini. We have four victims, who have all been transported. Wir haben vier Opfer, die alle mit Schussverletzungen weggebracht wurden. Eine Verdächtige starb an selbst zugefügten Schusswunden. Momentan glauben wir, dass es die Schützin ist. Wir verfolgen das weiter. Die mutmaßliche Schützin hatte in dem Hauptsitz des Internetunternehmens um die Mittagszeit um sich geschossen. Über Hintergründe für die Tat und mögliche Motive wurden keine weiteren Details veröffentlicht.